Nur weil ich das in Position. Daneben kommt dann Black Arrow heran und dann fehlt noch einer. Das ist der Pastorius, der wird ganz außen starten. Zwei Pferde noch außerhalb. Black Arrow ist hineingegangen. Bei Pastorius ging es ganz schnell und Boxen auf zum Sparda 143. Deutschen Derby. Das Feld formiert sich und in vorderer Linie Russian Song an der Spitze. Manu Diao geht diesmal nach vorne. Im Oppenheim Union Rennen wurde er vom letzten Platz geritten. Heute marschiert er an der Spitze am Ziel vorbei. Sofort dabei an der Innenkante Macau, Black Arrow, Feuerblitz an vierter Stelle. Fünfter ist dann Milord, an der Innenseite Russian Song, dicht auf Baltic Rock und Sullen Soldier. Dahinter Girolamo mit Novelist an der Innenseite, dann Pastorius, Andolini und schließlich Nostro Amico mit Anakin Skywalker. So geht es in den Landsbecker Bogen und gleich in die Gegenseite hinein. Macau hat das Kommando übernommen vor Manu Diao in idealer Position. Dahinter an dritter Stelle Black Arrow, dann Feuerblitz. Milord ist Fünfter. Die Gegengerade ist erreicht und die Führung unverändert bei Macau. Der bestimmt die Pace. Dann ist Manu Diao an zweiter Stelle, dritter Black Arrow. Dahinter kommt eine Gruppe mit Milord. Dann ist an der Innenseite Russian Song zu sehen. Sullen Soldier, Girolamo wird überholt. Außen von Novelist, der ist ein wenig auf dem Vormarsch. Allerdings die Spitze bei Macau. Macau führt unverändert von Manu Diao, dann Black Arrow, dann dicht auf ist an der Außenseite Milord, an der Innenseite Russian Song, dicht auf ist Feuerblitz, dann Sullen Soldier, an der Innenseite Novelist Nostro Amico. Das sind die nachfolgenden Pferde. Es geht in den Bogen hinein. Macau hat die Spitze, Manu Diao dicht auf im Horner Bogen. Diese zwei Pferde jetzt Kopf an Kopf, dann ist Milord an der Außenseite noch weiter außen, also in Position. Macau führt weiterhin von Manu Diao und dann greift schon Black Arrow an. Milord ist da. Wo ist Novelist? Jetzt noch an 10. Stelle. Außen wird er angreifen. Es geht gleich in den Einlauf auf die entscheidenden 500 Meter und die Führung bei Macau. Noch an der Innenseite kommt Sullen Soldier und da ist Black Arrow. Black Arrow geht nach vorne, wird angegriffen von Baltic Rock und von Girolamo an der Außenseite. Novelist, Black Arrow, Girolamo und dann kommt Novelist. Aber mit Baltic Rock, Girolamo an der Spitze und außen kommt Novelist, die Alster brennt, Novelist mit Girolamo außen, der Sieger, Pastorius hat gewonnen, Pastorius mit Terry Hellier hat außen gegen Novelist und gegen Girolamo gewonnen. Wo kam der denn her? Den habe ich im letzten Moment gesehen, aber er hat gewonnen, definitiv ganz außen, die Alster brannte für Pastorius. Entscheidenden 500 Meter und die Führung bei Macau. Noch an der Innenseite kommt Sullen Soldier und da ist Black Arrow. Black Arrow geht nach vorne, wird angegriffen von Baltic Rock und von Girolamo an der Außenseite. Novelist, Black Arrow, Girolamo und dann kommt Novelist, aber mit Baltic Rock, Girolamo an der Spitze und raus kommt Novelist, die Alster brennt, die Alster brennt, Novelist mit Girolamo außen, der Sieger, Pastorius. Hat gewonnen. Pastorius mit Terry Hellier hat außen gegen Novelist und gegen Girolamo gewonnen. Vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, Sparda 143. Deutsches Derby. Sieger ist die 5 Pastorius. Auf dem zweiten Platz nach Auswertung der Zielfotografie die 1 Novelist mit einem kurzen Kopf vor der 7 Girolamo. Auf dem vierten Platz die 8 Baltic Rock und fünfter die 2 Black Arrow. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, Sparda 143. Deutsches Derby. Sieger Pastorius, die Nummer 5. Zweites Pferd die 1 Novelist.
Dritter die 7 Girolamo, Vierter die 8 Baltic Rock und Fünfter die 2 Black Arrow. Ja, meine Damen und Herren, was war das für ein deutsches Derby? Sparda 143. deutsches Derby. Was war das für ein Endkampf? Packend bis zur letzten, zur allerletzten Sekunde, bis zum allerletzten Galoppsprung. Und als man schon dachte, Novelist hat es vielleicht gepackt, er oder Girolamo, der Favorit oder der Hamburger Jung, das war ziemlich egal. Und dann kommt einer außen angeflogen. Den hatten die wenigsten auf der Rechnung. Pastorius, meine Damen und Herren, ist der Sieger im 143. Sparda Deutschen Derby für den Stall Antanando. Zum ersten Mal nach vielen, vielen zweiten Plätzen kann sich Mario Hofer in die Derby-Siegerliste eintragen. Und endlich, das muss man auch sagen, viele hatten es erwartet, wie heute mit Novelist, damals mit Lumitas. Das war 1991, als Frankie Dettori dem Terry mit Temporal gegen Lumitas die Butter vom Brot nahm auf den letzten Metern. Ich werde mich da sehr lange und sehr gut dran erinnern können, weil ich das Rennen ja schon kommentiert habe. Es war mein 30. Derby jetzt. Und man hat dem Terry das übel genommen, sehr übel genommen. Heute wird man ihn, Wolke 7 ist gar nichts. Wird man ihn tragen, verehren. Das, was der Mann verdient hat, in vielen, vielen Jahren als Jockey, als Spitzenjockey. Nicht umsonst sagt man, Terry Hellier, ein Mann nicht für gewisse Stunden, für die großen Rennen. Und heute hat er es bewiesen, ich möchte mal sagen, mit einem abgebrühten, ja, man kann den Ausdruck ruhig nennen, abgewichsten Ritt. Ganz außenrum, äußere Spur und im richtigen Moment zugeschlagen. Pastorius für den Stall Antanando. Mario Hofer in Krefeld ist der Trainer und der Siegreiter, meine Damen und Herren, Terence Hellier. Kann sich schon jetzt auf eine Revanche freuen, wenn es wieder Pastorius gegen Novelist und Girolamo heißen wird. Der eine oder andere wird sich dazu gesellen. Uns besteht ein tolles Jahr bevor. Heute, hier und heute hat nur einer gewonnen. Programm Nummer 5, Pastorius, ein Soldier Hollow Sohn. Man hat immer gesagt, bei 2000 Meter war bei Soldier Hollow das Stehvermögen am Ende. Vielleicht stimmt das auch. Keine Ahnung. Das wird sich in Zukunft zeigen. Terry Hellier hat gezeigt, dass es auch über 2400 Meter geht. Und da gebührt ihm noch einmal ihr Applaus. Applaus hat auch der Trainer verdient, denn der hat Pastorius schon am 28.05., als er im Mühlensrennen deutlich unter den Erwartungen blieb, in Watte gepackt. Er hat ihn beiseite gestellt, hat gesagt, deine nächste Aufgabe ist das Deutsche Derby in Hamburg. Und dann bist du wieder fit and well. Und heute hat er es gezeigt. Das eine oder andere Wort verdienen die Zweit- und Drittplatzierten Novelist. Ja, jeder, eigentlich jeder hatte mit einem Sieg gerechnet. Aber immer dann, wenn alles so klar ist, wenn alles so
so deutlich auf dem Papier aussieht, dann klappt es dann doch nicht. Dann ist einer eben schneller. Heute war es Pastorius. Ganz groß verkauft hat sich Girolamo und saß lange nach einem Sieg aus von Andra Starke für das Gestüt Ebbesloh. Aber da ist der Held. Terry Hellier. Endgültiger Richterspruch zum 143. Sparda Deutsches Derby, das 10. Rennen. Sieger die 5 Pastorius, zweites Pferd die 1 Nobilist, dritter die 7 Girolamo, viertes Pferd die 8 Baltic Rock, fünfter die 2 Black Arrow, sechstes Pferd war die 10 Andolini, siebter die 3 Salon Soldier, achtes Pferd die 11 Nostro Amico, neunter die 14 Anakin Skywalker, zehnter war die 4 Feuerblitz, elfter die 15 Macau, zwölftes Pferd die 12 Milord, dreizehnter die 13 Raschen Chong und vierzehnter die 9 Manu Diao.
Die Abstände betrugen für den Sieger Pastorius. Er gewann nach Kampf mit einer halben Länge. Die weiteren Abstände: kurzer Kopf, eine, ein Viertel, dreieinhalb, Kopf, Hals, halbe, Kopf und acht Längen. Die Zeit des Rennens 2 Minuten 32,23 Sekunden.